Herzlich willkommen zu Top 10. Heute gibt es 10 süße Fakten über Schokolade. Gibt es was Besseres? Wahrscheinlich nicht. Nummer 10. Die Azteken damals nutzten Kakaobohnen als Währung. Ein Kaninchen kostete 10 Bohnen und ein Sklave 100 Bohnen. Nummer 9. Es ist ein Mythos, dass du von zu viel Schokolade Hautausschlag bekommst. Es gibt keinen wissenschaftlichen Zusammenhang zwischen Schokoladenkonsum und Akne. Wir haben das mal ausprobiert hier und dir scheint es gut zu gehen. Nummer 8. Ein Stück Schokolade kann einem Erwachsenen genug Energie geben, um 46 Meter zu laufen. Um die ganze Welt laufen wären demnach 870.000 Stücke. Nummer 7. Die Elfenbeinküste ist der weltweit größte Kakaoproduzent mit 1,5 Millionen Tonnen Kakaobohnen jährlich. Das ist ein Drittel des gesamten Weltaufkommens. Nummer 6. Der weltgrößte Schokoladenriegel wog fast 6 Tonnen. So viel wie ein Elefant. Naja, wie ein ziemlich großer Elefant, muss man schon sagen. Und da ist er auch schon. Schaut euch das mal an. Ein Bett aus Schokolade zum Reinlegen. Nummer 5. Die Schweiz konsumiert mehr Schokolade als jedes andere Land. Jeder Schweizer isst durchschnittlich 13 Kilogramm Schokolade jährlich. Deswegen sind die auch immer so freundlich in der Schweiz. Nummer 4. Mr. T hat auf den richtigen Riegel gesetzt, denn der weltweit meistverkaufte ist Snickers mit etwa 2 Milliarden Riegeln jährlich. 15 Millionen Snickers werden täglich hergestellt mit 99 Tonnen Erdnüssen. Nummer 3. Nach US-amerikanischen Regularien darf ein Schokoladenriegel pro 100 Gramm ein Rattenhaar enthalten. 60 Insektenfragmente sind auch erlaubt. Ja, es gibt ja Leute, die essen Insekten sogar pur. Nummer 2. Eine Harvard-Studie belegt, dass Menschen, die dreimal im Monat Schokolade essen, fast ein Jahr länger leben als Menschen, die keine essen. Aber um so auszusehen, musst du auch ein bisschen trainieren. Nummer 1. Schokolade beinhaltet Theobromin, das Herzversagen und Krämpfe verursachen kann. Also übertreib es nicht. Eine tödliche Dosis Schokolade wäre dann etwa 10 Kilo. Demnach würde ein M&M ein Rotkehlchen töten. Das sieht auch schon so aus, als hätte es genascht. Sagen wir dem Vöglein auf Wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Klicke auf das Logo zum Abonnieren oder guck dir noch einen Top 10 Clip an. Du solltest vielleicht auch mal in Christophs Krach 10 reinschauen. Das gefällt dir bestimmt. Auf Wiedersehen.